Herzlich willkommen auf dem Ralf-Mahr-Magazin. Wie ihr alle sehen könnt, hier hat es wieder geregnet ohne Ende. Jetzt ist mal eine Regenpause, die nutze ich natürlich, um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Bin hier auch so ziemlich allein in Wald und Feld unterwegs, am Niederrhein in Mönchengladbach. So hat man wirklich einen kleinen Einblick darin, wie die Sintflut, die in der Bibel auch beschrieben worden ist und auch geschichtlich entstanden sein könnte. Hier regnet es andauernd. Mit Sommer hat das nichts zu tun. Gestern waren es 13 Grad. Heute sind es 16. Aber jetzt soll es mal für ein paar Stunden trocken bleiben. Schauen wir mal. Ich denke da an was Schönes. Nämlich an Fußball. Die ersten Viertelfinalspiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland stehen an. Das erste Spiel morgen Abend, Spanien gegen Deutschland. Das ist natürlich das vorweggenommene Endspiel. Nicht nur für mich, für viele andere auch. Die beiden stärksten Mannschaften bisher treffen schon so früh, nämlich im Viertelfinale aufeinander. Eine Mannschaft muss dann nach Hause fahren. Die Spieler werden sagen, in den wohlverdienten Urlaub. Wie geht das Spiel aus? Das ist die Frage der Fragen. Ich denke gerade nach. Ich lasse mich von meinen Gefühlen leiten. Ich tippe Spanien, Deutschland 1:2. Deutschland kommt weiter. Das nächste Spiel, Portugal gegen Frankreich, auch ein Kracher. Unfassbar hohe Qualität auf beiden Seiten. Für mich wirkt Mbappé nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Die Maske und die Verletzung stören ihn gewaltig. Cristiano Ronaldo hat sich im letzten Spiel auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich tippe Portugal gegen Frankreich 1:0. Vielen Dank für den Besuch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.